Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich natürlich wie immer etwas mitgebracht. Ja, wir haben hier nämlich drei Überraschungseier. Das sind nämlich zwei Kinder-Überraschungseier und wir haben ein SpongeBob-Überraschungsei. Ja, und wie immer, wir sind nicht alleine. Heute haben wir so ein bisschen Hilfe durch ein Minion. Und mit dem Minion gemeinsam werde ich jetzt schon mal das erste Überraschungsei öffnen, nämlich das Kinderüberraschungsei. Ich bin schon gespannt, was da wohl drinne sein wird. Bestimmt ein cooles Spielzeug. So, die Schokolade machen wir jetzt ab. Und wir packen sie wie immer beiseite. Denn die Schokolade werde ich nach dem Video an das Minion geben. Das Minion ist nämlich schon total hungrig. Und, ja, was haben wir denn hier? Es ist auf jeden Fall grün. Und ich glaube, wir haben hier so einen Hasen. Guck mal, ein grüner Hase. Und die Arme und die Beine von den Hasen funktionieren wie Buntstifte. Ja, ich habe mein Leben zwar noch nie einen grünen Hasen gesehen. Auch keinen gelben oder roten und auch keinen blauen Hase. Aber er ist trotzdem total süß. Ups, jetzt fällt er mir auch wieder auseinander. Ja, so sieht das Ganze aus. Gefällt mir megamäßig gut, aber ich glaube, in der Natur gibt es natürlich keine grünen Hasen, oder? Habt ihr bestimmt schon noch nie gesehen. Habt ihr eigentlich schon mal einen echten Hasen in der freien Natur gesehen? Das könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, wer von euch sowas schon mal gesehen hat. Da würde ich mich wirklich megamäßig freuen. Und in der Zwischenzeit werde ich mich jetzt gemeinsam mit dem Minion um dieses gelbe SpongeBob-Überraschungsei kümmern. Ja, das hole ich mal hier raus. Und das werde ich jetzt auch aufmachen. Ja, da ist bestimmt ein super cooles SpongeBob-Spielzeug drin. Vielleicht aber auch nicht. Denn ihr habt bestimmt schon mitbekommen, manchmal sind in diesen Eiern richtig coole Sachen drin und manchmal denkt man sich, oh, das gefällt mir nicht so sehr. So, wir haben hier SpongeBob-Aufkleber. Ja, jede Menge SpongeBob-Aufkleber, das ist schon mal ziemlich witzig. Aber es gibt noch mehr. Natürlich Süßigkeiten. Ja, in diesen Plastikeiern haben wir oft so eine kleine Tüte mit Süßigkeiten drin. Die darf natürlich nicht fehlen. Und dann ist jetzt hier das Spielzeug. Hier in einer weiteren Tüte eingeschweißt. Die Tüte muss ich jetzt mal aufschneiden mit meiner Schere. Und wenn wir das Spielzeug jetzt rausholen aus der Tüte, dann werden wir sehen, dass wir hier ein Jojo haben. Genau, wir haben ja ein Jojo mit SpongeBob drauf. Wow. Ja, ich wickel das hier mal ab und er funktioniert sogar so ein bisschen. Es baumelt hier so rum. Kann man jetzt schwer zeigen, aber auf jeden Fall, dieses Jojo gefällt mir, denn damit kann man richtig gut spielen. So Leute, hier haben wir ein weiteres Kinderüberraschungsei. Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, genau, dieses Überraschungsei machen wir jetzt gemeinsam auf. Also helft mir ein bisschen. Ja, das Ganze muss vorher noch gut durchgeschüttelt werden. Und natürlich haben wir hier die Schokolade. Oh, guckt mal. Nein. Ihr kennt schon meine Meinung zu diesem Spielzeug. Wir haben hier nämlich so einen Schlüsselanhänger mit einem Pinsel vorne dran. Und auf diesen Anhänger, da kann man jetzt auch noch so ein Gesicht draufkleben, wenn man möchte, in Form von einem Sticker. Oder gerne auch zwei auf beiden Seiten. Auf jeden Fall mag ich dieses Spielzeug nicht so sehr. Wie vorhin schon gesagt, manchmal hat man Glück und hat ein cooles Spielzeug und manchmal denkt man sich, oh, das mag ich nicht so sehr. Und in dem Fall, das finde ich nicht so gut. Wie findet ihr denn dieses Spielzeug? Es ist wirklich tatsächlich einfach nur so eine Art Schlüsselring und da dran ist so eine Art Pinsel. Ach, naja. Vielleicht mache ich damit auch irgendwas verkehrt, aber das gefällt mir nicht. Egal Leute, was war euer Lieblingsüberraschungsei? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, ich bin schon gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann hier alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Überraschungseier auspacken.